Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, es geht wieder um meinen Lupo. Bei meinem Lupo, ja, wer mich auf Instagram folgt, hat das schon mitgekriegt. Ich habe gestern einen Post gemacht, oder besser gesagt, heute Morgen habe ich einen Post gemacht und gesagt, ich trenne mich von meinem Lupo. Es stimmt, bei dem Lupo GT30 zurzeit wollten wir ja einmal das Ganze auf GTI-Optik umbauen und dann halt größere Felgen, größere Bremsen und so weiter machen. Und da sollte ein GTX-Lader reinkommen. Nein, das machen wir nicht mehr. Ich trenne mich von der Kiste. Komplett. Was ich damit mache? Ganz einfach, der wird verschrottet. Warum? Wird ihr später im Video sehen. Also hört auf, jetzt das Video jetzt nach vorne zu spüren. Guckt euch das an. Ich werde jetzt mit Aidan erstmal irgendwo hinfahren und uns ein neues Auto besorgen. Und dann werdet ihr verstehen, warum das Ganze. Viel Spaß mit dem Video, euer Kfz40. Wir sind unterwegs nach Elz, das ist im Westerwaldkreis, und schauen uns das neue Auto an, den ich jetzt holen werde. Und ich bin selber gespannt. Ich weiß nicht, wie der ist. Auf den Bildern, ihr wisst, auf den Bildern sieht immer alles gut aus. Und wenn ihr dort seid, dann ja. Also bin ich auch gespannt und wir werden jetzt gleich mal sehen, wie das Auto so ist. Bis gleich. Und ich bin jetzt da, habe das Auto schon geholt. Da habe ich jetzt kaum gehandelt. Und ihr seht jetzt mein neues Auto. Viel Spaß damit. Ja, es ist wieder ein Lupo. Natürlich gebe ich den Lupo nicht ab. Was wir machen ist ganz einfach, wir werden den Motor und die ganze Technik da rausnehmen und hier einbauen. Weil ich das Ganze ja aufschneiden musste und verbreitern musste. Und das war mir einfach zu viel. Sieht richtig geil aus. Und wir werden den, also unser Motorpaket hier einbauen. Ja, es ist Automatik, das heißt die Pedalerie müssten wir so oder so umbauen. Hier wird es dann wieder ein bisschen schwieriger das Ganze, aber ist ja egal, wir sind hier gewohnt. Was Schwieriges zu machen, das heißt, das wird schon. Die Tieferlegung gefällt mir schon. Ne? Ich werde die Achsen auf jeden Fall übernehmen bei dem. Also werden wir das Ganze wieder auf 5x100 umbauen, weil er hat ja 4 Loch. Wir werden das auf 5x100 machen wieder. Und ja, es wird wieder eine Herausforderung, es wird ein schönes Projekt, weil das Ganze wird echt, ich werde mein alles geben, dass das echt geil aussieht, dass das Ding so steht und richtig geil aussieht. Ich habe ja für den ja knapp über 1000 Euro bezahlt. Ein anderer wollte 800 Euro nur die Karosse haben. Mhm. Nur. Ne, da war nichts dabei. Keine Türen, keine Xenonscheinwerfer, keine Stoßstange, keine Kotflügel. Das kann ich ja alles verkaufen. Weil ich habe die ja schon. Oder die anderen Sachen kann ich verkaufen. Also kann ich nochmal nebenbei nochmal Geld machen. Und hier ist ja schon alles da. Und das ist das Geile bei der Sache. Ne? Da freue ich mich schon. Und ja. Jetzt fahre ich eine Runde und mal schauen, wie er sich fahren lässt. Das ist die erste Fahrt. Mal schauen, wie der so ist. Der Auspuff hängt nur ein bisschen tief runter, weil er hat ja hinten einen Klatscher gehabt. Da müssen wir noch aufpassen. Aber der hört sich pervers an. Ja, der Rennscheinwerfer kann ruhig abfallen, ist nicht schlimm. Aber ich muss echt sagen, ja, Geräusche bei Lupo, GTI, Lupo generell, hört der. Aber ich muss sagen, der klebt schön auf der Straße. Er ist ja 35 mm tiefer gelegt. H&R-Federn habe ich gesehen. Und ich muss sagen, ja, ist schön. Was Echo, wir wollen noch nicht Echo fahren hier. So, das Ding hat Sitzheizung, wo ich hammerfroh bin, weil ich meine Jacke vergessen habe. Die Sitze sind neuwertig. Und GTI-Sitze, also keine Ahnung, Jungs, warum hat das eigentlich eine GTI, also er hat eine GTI-Ausstattung, schwarzen Himmel, GTI-Sitze, GTI-Gurt, ihr wisst ja, GTI hat roten Gurt, aber ist kein GTI-Motor, weil der GTI hat ja 1,6 Liter, glaube ich, mit 125 PS und der hat 1,4 mit 105 PS.
ob man das damals gekriegt hat oder ob der Besitzer das jetzt alles mühsam umgebaut hat, was ich nicht glaube, weil wir haben hier ein GTI-Lenkrad, Lenkrad ist nicht GTI, aber wir haben ein Tacho vom GTI, wir haben Sitze, wir haben Dach, die Türpacken, alles ist vom GTI. Und ich glaube nicht, dass einer sich so viel Geld reinsteckt. Und was Geile ist, wir haben die Bremsanlage vom GTI vorne, wir haben die Bremsanlage hinten mit GTI-Achse. Das wäre doch viel zu viel, wenn das einer so umbauen würde. Und das Ding bremst auch gut, ey. Boah, die Sitzheizung ist so geil. Funktioniert auch. Wir haben Xenon drin, was richtig geil ist. Xenon feiere ich. Ja, das sind solche Dinge, die hätte ich alle gekauft nacheinander und ich hätte so viel Geld auch bezahlt dafür. Und so habe ich eine GSI-Karosse und kann alles übernehmen. Und das ist geil. Dachtet ihr wirklich, dass ich mein GTI einfach wegtue? Nein. Der Lupo, also was heißt GTI? Der Lupo, der gehört zu mir und den Lupo will ich auch immer beibehalten. Das ist, ehrlich, ich könnte mich von jedem Wagen trennen. Von jedem, den ich habe, sogar von meinem M3. Nee. Ja, okay, Aydan möchte den nicht. Also Aydan liebt ja das Auto. Aber ja, den Lupo werde ich beibehalten. Nur es ging darum, genau hier, seht ihr das Ganze? Es geht um diese Fläche. Ja? Es ging einmal um Seitenschweller und die Verbreiterung hinten am Kotflügel. Dafür ging es. Ich habe echt monatelang den Kopf zerbrochen, wie wir das Ganze machen. Ich habe mich umgehört und die wollten sau viel dafür haben. Dann habe ich mich mit einem geeinigt. 800 Euro hätte das Ganze gekostet. Ich hätte eine Rohkarosserie bekommen, ein GTI-Rohkarosserie, so wie das steht, für 800 Euro. Dann habe ich, ja, wir haben uns ein bisschen in die Köpfe gekriegt, war irgendwie so ein Vogel. Egal. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, leck mich doch, ich guck einen anderen. Und dann, ja, wie es so manchmal Gott will, haben wir den gefunden. Und bei dem verstehe ich nicht das Ganze, also ich verstehe das Ganze nicht. Der hat einen 1, also er hat einen 1,4er drin, FSI. Das Ganze hat 105 PS, aber komplett ist das Ganze auf GTI. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ, der Vorbesitzer, das komplett auf GTI umgebaut hat. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber genau das will ich jetzt testen. Alter, das habe ich dir auch erzählt, ne? Mhm. Ob das magnetisch ist oder nicht. Ja, genau. Eine Sekunde. Das, also ich verstehe das Ganze nicht, ob das ein GTI, ein originaler GTI ist und dann später auf 1,4er umgebaut wurde, das weiß ich nicht, weil ich zeige euch jetzt, was GTI eigentlich ausmacht. Erstmal die Motorhaube. Hier, ihr seht, der ist magnetisch. Ne? GTI-Motorhaube müsste wie die Seiten hier, die Seiten sind ja auch nicht magnetisch, ihr seht es, ist nicht magnetisch. Kotflügel dürfte auch nicht magnetisch sein. Nein, ist es auch nicht. Und die Motorhaube dürfte auch nicht magnetisch sein. Ist nicht magnetisch. Das heißt, er hat eine Alu-Motorhaube. Und jetzt kommen wir zu den Türen. Die Türen sind auch magnetisch bei dem. Mal gucken, ob der magnetisch ist. Nicht. Ist auch magnetisch. Ist auch nicht magnetisch. Das ist auch Alu. Krass. Das Ding ist auch Alu. Jetzt kommen wir ja, zu der Heckklappe. Bei der Heckklappe ist es auch so. Hier ist es magnetisch. Und bei denen dürfte das auch nicht magnetisch sein. Ihr seht, ist auch nicht magnetisch. Und deswegen verstehe ich das Ganze nicht. Das ist ein originaler GTI. Karosserie? Karosserie. Innen ist ja auch alles GTI. Aber der Motor? Aber der Motor nicht. Ne, der Motor, ihr seht ja, wir haben 1,4er. Wir haben ein 1,4er, Automatikgetriebe das Ganze. 105 PS, das Ding macht Spaß. Also, wir haben schon Dampf, aber, boah, wo wir gerade die 100 Kilometer, also die 200 Kilometer knapp gefahren sind, habe ich echt diesen Lupo vermisst.
so viele Drängler hinter mir waren. Wir wollten für 800 Euro eine Karosse kaufen. Da war nichts, da war gar nichts. Ihr müsst euch vorstellen, null, zero. Er hätte sogar den Teppich rausgeholt. So ein Geier war das, ehrlich. Und hier haben wir komplett alles. Das Auto ist neuwertig, wir haben sogar Klima, wir haben sogar Sitzheizung. Wir haben einen schwarzen Himmel. Und das Ganze hat uns 1150 gekostet. Alter, geil. Auf jeden Fall. Ja, so. Und bei GTI ist natürlich immer Scheibenbremsen vorne, ist ja klar. Scheibenklötze hinten. Das gucken wir uns an, ob er das auch hat. Und dann gucken wir uns an, ob er eine Plusachse hat. Ne, wie bei dem V6, ihr könnt euch noch erinnern, in der Mitte muss eine Achse einen Streber haben, sprich Stabilisator. Und ich gucke, also ich bin mir sicher, das wird er jetzt auch noch haben, weil das konnten wir nicht gucken, weil er ja schön zugebaut ist, das Ganze. Das werde ich mir jetzt auch nochmal von unten anschauen. Und wenn, dann haben wir uns aber ein richtig geiles Schnäppchen gemacht. So, ich heb den ganz kurz hoch. Und bei GTI hast du das nicht, weil der hier sofort nach oben kommt. Ja, hier ist er dran gekommen, hat einen Endschalldämpfer, was weiß ich, Novus oder was weiß ich. Das ist nichts Wildes. H&R Federn hat der, Scheibenklötze hinten. Sehr, sehr gut. Und jetzt bin ich mal gespannt auf diese Achse. Komm mal dann, komm mal dann, komm mal dann. Und yes, der hat die Achse. Der hat eine GTI-Achse drin. Was heißt GTI? Der hat alles von GTI. Hier ist nochmal der Steuergerät. Für den Nox-Sensor. Der hat sogar einen Nox-Sensor. Oh mein Gott. Weißt du, wie teuer so ein Nox-Sensor ist? Wie teuer? Sehr teuer. Wegen dem Steuergerät. Sehr, sehr teuer. Okay. Hier haben wir, okay, der hat eine elektrische Servopumpe, sehe ich gerade. Hatten die für Servo hier keinen Platz mehr oder was? Jo, so ist es. Der hat eine elektrische Servopumpe, aber das werden wir abbauen. Wir werden eine ganz normale Servopumpe einbauen. Ne? Super. Super. Guck mal. Guck mal, wie viele. 1, 2, 3 Rohre. Eidosch. Mhm. Ist ja mal. Habe ich auch noch nie gesehen. 1, 2, 3 Rohre. Oder ich habe nie drauf geachtet. Ja, das ist super. Das Ding haben wir geschenkt gekriegt, ehrlich. Ne? Was denkt ihr, was sagt ihr dazu? Und was sagt ihr auf diese Idee, die ich habe? Dass ich den komplett hier abbaue und komplett hier einbaue. Ne? Auf jeden Fall super Hammer, wird das, ne? Oder? Ich meine, optisch wird das ja jetzt auch viel besser sein. Optisch wird der richtig geil. Und ich sag dir, Aydan, also nur nicht optisch, auch innen und so, ne? Das wird alles geil sein und wir werden uns richtig, 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 richtig Mühe geben. Das Ding wird richtig geil aussehen. Daran werde ich arbeiten. Und jetzt habe ich eine Karosse gefunden und das Geile, was ich doch geiler finde, die hat nicht mal Beulen. Bis auf hinten, die Macke. Wo reingefahren wurde. Ja, wo der reingefahren ist, aber das, hallo, das ist minimal. Und ihr wisst gar nicht, was für eine Bremsanlage ich habe. Hier gibt es erstmal fetten Dankeschön an MRX Performance, die meine Bremsanlage, echt eine hammergeile Bremsanlage zur Verfügung gestellt haben. Aber dazu machen wir noch natürlich ein Video. Das kommt noch. Die Felgen, Bremsen und was noch alles dazu kommt. Wir werden ja das komplette hier reinbauen. Und ich freue mich schon. Und da werden wir bestimmt lange brauchen. Wir werden uns auch keinen Druck machen. Jetzt geht es nur noch darum, dass alles vernünftig wird. Dass einfach nur geil aussieht. Ne? Weil Leistung haben wir jetzt schon. Wenn wir an Leistung gehen wollten, hätten wir das so, wie der jetzt ist, gelassen. GTX-Lader kommt noch rein. Stellt euch das noch vor. Das heißt, den GTX bauen wir direkt hier rein. Weil ich werde den Motor komplett rausnehmen. Werde die Domepipe anpassen. Werde GTX anpassen. Werde die Rohre anpassen. Und dann direkt hier einbauen. Und dann werden wir mit der Kühlung mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht gehen wir auf Wasserkühlung und so. Aber das haben wir Zeit. Also ich mache mir keinen Druck. Es soll vernünftig sein, damit wir ein vernünftiges Fahrzeug auf die Beine stellen. Auf die Beine stellen, so ist es. Und ich freue mich schon. Und, Aydan, wie sieht's aus, wenn wir eine V6 eine Runde fahren? Morgen soll 17, 18 Grad werden. Können wir machen eigentlich. Fahren wir eine Runde? Ja, klar. Dann gibt es aber auch so ein Reaktionsvideo von V6 nochmal. Der ist auch fertig, da kommen auch noch ein paar andere Sachen, aber dazu auch morgen mehr. So, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr dieses Auto genauso feiert wie ich, dann lasst doch ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann, haut rein. Ciao.